Herzlich willkommen zur Einheit Stellvertretungsrecht. Es kommt ganz häufig vor, dass man andere einsetzt, um eigene Angelegenheiten zu erfüllen. Der Bäcker beispielsweise kann nicht jede einzelne Semmel selbst verkaufen, sondern er hat Mitarbeiter, die diese Kaufverträge für ihn abschließen. Jetzt könnte der Mitarbeiter in der Bäckerei den Kaufvertrag selbst abschließen und das wirtschaftliche Ergebnis dieses Vertrages durch einen weiteren nachgeschalteten Vertrag auf den Betriebsinhaber, also auf den Bäcker, übertragen. Das funktioniert, das bezeichnet man als indirekte Stellvertretung, das ist aber natürlich, und ich glaube, es ist offensichtlich mühsam. Stellen Sie sich vor, dass ein Supermarktbetreiber also immer mit all den Verkäufern und all den Mitarbeitern dann Kaufverträge abschließen muss, die nachgeschaltet sind, weil zunächst der Mitarbeiter selbst einen Kaufvertrag abgeschlossen hat. Das ist unpraktikabel, das funktioniert nicht gut. In anderen Fällen, und juristische Personen sind hier ein gutes Beispiel, ist es nicht nur unpraktikabel, sondern es funktioniert gar nicht anders. Eine juristische Person, die also definitionsgemäß rechtsfähig ist, die kann Rechte und Pflichten haben, aber die braucht natürlich irgendjemanden, der diese Rechte und Pflichten für die juristische Person herbeiführt, der diese Rechte und Pflichten für die juristische Person erwirbt. Die Bank AG kann natürlich selbst keinen Kreditvertrag vergeben, den nicht eine natürliche Person konkret abgeschlossen hat. Das Gleiche gilt für Kinder, die rechtsfähig sind, aber diese Rechte und Pflichten nicht durch eigenes Verhalten erwerben können. Ein Fünfjähriger kann Eigentümer einer Liegenschaft sein, aber er kann diese Liegenschaft niemals durch eigenes Verhalten erwerben, weil er nicht geschäftsfähig ist. Da braucht es aber jemanden, der dieses Verhalten für das Kind setzen kann, weil sonst wäre die Rechtsfähigkeit natürlich nur eine leere Hülse. Dann könnten Sie sagen, ich bin rechtsfähig als Kind oder die juristische Person wäre rechtsfähig, aber sie könnte ja niemals Rechte und Pflichten erwerben bzw. eingehen. Um dieses Defizit zu überwinden, gibt es das Mittel der direkten Stellvertretung. Direkte Stellvertretung bedeutet also, dass jemand einen anderen berechtigen und verpflichten kann. Und dass es dafür gewisse Voraussetzungen gibt und dass ich beispielsweise nicht Sie einfach so berechtigen und verpflichten kann, das ist, glaube ich, selbstverständlich und wollen wir uns anhand einer Grafik kurz ansehen. Der Vertreter soll also einen Vertrag abschließen, der ihn selbst aber nicht bindet, sondern den Geschäftsherrn, so die stellvertretungsrechtliche Terminologie auf der einen Seite und den Dritten oder auch Vertragspartner auf der anderen Seite. Durch die rechtsgeschäftliche Erklärung des Vertreters entsteht ein Vertrag zwischen zwei anderen Personen. Wie schon gesagt, da braucht es also gewisse Voraussetzungen. Und zwar zum Schutz von beiden. Zum Dritten, der wissen möchte, mit wem er eigentlich den Vertrag abschließt. Er schließt den Vertrag mit dem Vertreter ab, aber eigentlich ist jemand anderer dran gebunden. Und für den Geschäftsherrn, der sich natürlich dagegen absichern möchte, dass ein Vertreter durch die Welt läuft, der also Verträge abschließt, vielleicht nachteilige Verträge abschließt, die ihn binden. Und da gibt es also zwei Kernvoraussetzungen im Stellvertretungsrecht, die also auf beiden Seiten dem Schutz der Privatautonomie dienen. Nämlich auf Seiten des Geschäftsherrn das Erfordernis der Vertretungsmacht oder auch Vertretungsbefugnis genannt und auf der anderen Seite, nämlich auf Seiten des Dritten, das Erfordernis der Offenlegung. Was ist mit diesen Voraussetzungen gemeint? Offenlegung bedeutet Handeln im fremden Namen. Das heißt also nichts anderes, als dass der Stellvertreter klar machen muss, zeigen muss, deutlich machen muss, dass sein Handeln nicht ihn binden soll, sondern den dahinterstehenden Vertretenen, den Geschäftsherrn. Wenn wir uns das Beispiel mit dem Supermarkt noch einmal ganz kurz vor Augen führen, dann wird, glaube ich, klar, dass die Offenlegung in vielen Fällen kein Problem bereitet. Wenn Sie an die Kasse gehen und aus einem Backerl Milch kaufen, dann ist völlig klar, dass der Kassier aus seinem Verhalten nicht sich binden möchte, sondern den dahinterstehenden Supermarktbetreiber. Wie tut er das? Er legt konkludent offen, dass er als Mitarbeiter agiert. Das heißt also, dass diese Offenlegung, ganz wie
alle anderen rechtsgeschäftlichen Erklärungen nicht nur ausdrücklich erfolgen kann, ich handle im Namen des Vertretenen, sondern auch schlüssig. Jemand tritt als Mitarbeiter, jemand tritt als Geschäftsführer auf, dann ist klar, dass er nicht sich selbst binden möchte, sondern den dahinterstehenden Vertretenen. Und das muss man, gerade weil es ja um schuldrechtliche Ansprüche geht, die hier also entstehen sollen, auch ernst nehmen. Denn der Dritte, unser Vertragspartner, hat ein ganz wichtiges Interesse daran, mit wem er den Vertrag abschließt. Stellen Sie sich beispielsweise vor, der Vertreter ist eine finanzstarke Person, der dahinterstehende Vertretene ist aber ein armer Schlucker sozusagen. Oder der Vertreter ist eine natürliche Person, der dahinterstehende Vertretene ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, wo kaum Geld drinnen liegt. Es gibt natürlich ein berechtigtes Interesse des Dritten zu wissen, wen er klagen kann, wenn sich der Vertragspartner in Verzug befindet. Den, der Geld hat oder den, der nicht so viel Geld hat. Das heißt also, dass die Offenlegung seiner Abschlussfreiheit dient. Er möchte also wissen, mit wem er den Vertrag abschließt. Auf der anderen Seite haben wir die Vertretungsbefugnis. Terminologisch, ich habe das vorhin angesprochen, ist das mit Vertretungsmacht gleichzusetzen. Es ist aber vielleicht besser, wenn wir von Vertretungsmacht sprechen, weil es nicht auf die Befugnis im Sinne eines Dürfens im Innenverhältnis, sondern wirklich nur auf das Können im Außenverhältnis ankommt. Es ist nämlich ganz entscheidend, dass wir bei der Stellvertretung das Innenverhältnis, das ist das Verhältnis zwischen dem Vertreter und dem Geschäftsherrn, vom Außenverhältnis, das ist das Vertragsverhältnis, das zustande kommen soll, unterscheiden. Die Stellvertretungsmacht oder die Vertretungsmacht ist das Können im Außenverhältnis und sie ist zu unterscheiden vom Dürfen im Innenverhältnis. Die Vertretungsmacht schützt das Interesse des Geschäftsherrn, weil es gewisse Voraussetzungen gibt, damit er gebunden wird. Ich habe das vorhin gesagt, ich kann natürlich nicht irgendjemanden verpflichten, sondern nur jemanden, wo ich auch eine Vertretungsmacht habe. Die Vertretungsmacht kann auf drei Gründen beruhen. Entweder auf Gesetz, Eltern für ihre Kinder, Sachwalter für den Schutzbefohlenen, auf Organstellung, der Vorstand einer AG, der Geschäftsführer einer GmbH, der Obmann eines Vereins oder auf Rechtsgeschäft. Der Anwalt räumt seiner Sekretärin eine Vertretungsbefugnis an. Er gibt ihr einen Zettel mit, sie ist berechtigt und hat die Vertretungsmacht, hat die Vollmacht, Büromaterial zu kaufen zum Beispiel. Wenn wir diese angesprochene Trennung von Innen- und Außenverhältnis uns näher anschauen, dann hilft ein Blick ins Aktiengesetz. Das Aktiengesetz sagt in § 71, dass der Vorstand die AG verpflichtet, also vertreten kann, kurz gesagt. Die Vertretungsbefugnis des Vorstandes ist in § 71 geregelt. Das ist eben diese organschaftliche Vertretungsbefugnis, von der ich schon gesprochen habe. Das gilt nicht nur für den Vorstand einer AG, es gilt auch für den Geschäftsführer einer GmbH, für den Obmann eines Vereins, also für die Organe, für die wichtigsten Personen einer juristischen Person. Das sind eben genau diese Personen, diese natürlichen Personen, die also jedenfalls Rechte und Pflichten für den dahinterstehenden Geschäftsherrn, das ist hier die juristische Person, begründen können. Wenn wir ein bisschen weiterlesen, dann sehen wir, dass im § 74 Aktiengesetz, und Sie wissen es natürlich, es gibt nicht nur den Vorstand einer Aktiengesellschaft, sondern es gibt zum Beispiel auch den Aufsichtsrat, dass der Vorstand verpflichtet ist, im Innenverhältnis etwa den Weisungen des Aufsichtsrats Folge zu leisten und ganz allgemein interne Beschränkungen zu beachten. Aber § 74 ordnet zugleich auch an, dass diese internen Beschränkungen nichts an der Vertretungsbefugnis im Außenverhältnis ändern. Es kann also zum Beispiel sein, dass der Vorstand einer Aktiengesellschaft einen Liegenschaftskaufvertrag abschließen möchte, also die AG soll eine Liegenschaft kaufen. Er hat die Vertretungsmacht, das zu tun. Er kann mit dem Käufer diesen Vertrag im Namen der AG abschließen, selbst wenn der Aufsichtsrat ihm dieses Geschäft verboten hat. Er begeht eine Pflichtwidrigkeit im Innenverhältnis, die im Außenverhältnis keine Auswirkung hat. Und deswegen sollten wir, wenn es um diese Kernvoraussetzung geht, eben von Vertretungsmacht sprechen. Weil das nicht bedeutet, dass er etwas tut, was er auch darf, woraus keine Schadenersatzansprüche entstehen, sondern es geht nur darum, dass er das im Außenverhältnis kann. Und das scheint auch sachgerecht, dass dieses Risiko, dass der Vorstand etwas tut, was also schadensersatzpflichtig machen könnte, was also rechtswidrig ist, ein Risiko ist, das nicht der dritte Vertragspartner, sondern eben die juristische Person trägt.
Die Voraussetzung der Vertretungsmacht ist im Detail, wie gesagt, sie kann auf Gesetz, auf Organstellung oder auf Rechtsgeschäft beruhen, sehr kompliziert und wir werden uns diese Voraussetzung im Detail in einer eigenen Einheit anschauen. Jetzt wollen wir uns aber mal die Frage stellen, was passiert denn, wenn ein Dritter einen Vertrag abschließen möchte und eine dieser beiden Voraussetzungen aber nicht vorliegt. Es gibt also entweder keine oder keine ausreichende Vertretungsmacht oder es wird nicht im fremden Namen gehandelt. Nun, beginnen wir wieder mit der Offenlegung, mit dem Handeln im fremden Namen. Wenn jemand einen Vertrag abschließt, zum Beispiel über den Kauf eines Autos, der Geschäftsführer einer GmbH ist, aber aus welchen Gründen auch immer nicht offenlegt. Also so tut, als würde er diesen Vertrag selbst abschließen. Dahinter muss überhaupt keine böse Absicht stecken. Es kann auch sein, dass er einfach darauf vergisst, offenzulegen, dass er im Namen der GmbH erwirbt. Also er tritt nicht als Geschäftsführer, sondern er tritt als natürliche Person auf, die also selbstberechtigt und verpflichtet sein soll. Was ist die Konsequenz? Nun, nach allgemeinen vertrauenstheoretischen Überlegungen ist die Konsequenz eigentlich einfach, wenn nicht offengelegt wird, dann schließt der Vertreter ein Eigengeschäft ab. Und aus diesem Eigengeschäft ist er selbstberechtigt und verpflichtet. Denn der Dritte konnte darauf vertrauen, dass die Person die Folgen ihres Handelns auf sich selbst beziehen wollte. Das ist also die einfachere Frage. Schwieriger ist die Frage, was passiert, wenn keine Vertretungsmacht vorlag. Also der Dritte auf die Vertretungsmacht vertraut hat, die aber tatsächlich aus welchen Gründen auch immer, das besprechen wir gesondert, dann nicht vorlag. Und es auch zu keiner nachträglichen Genehmigung kommt. Also das Geschäft ist unwirksam. Dann ist sein Vertrauen enttäuscht, denn er wollte einen Vertrag abschließen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, er erwirbt eine Maschine für seinen Betrieb. So für diese Maschine hat er bereits Vorbereitungsarbeiten, relativ aufwendige, getätigt. Er hat zum Beispiel eine Grube ausgehoben, damit er diese Maschine dort entsprechend einpassen kann. Er hat bereits Bestellungen aufgegeben und er hat Bestellungen angenommen, weil er davon ausgegangen ist, dass er mit dieser Maschine produzieren kann. Das heißt, er hat im Vertrauen auf diesen Vertragsabschluss, der dann nicht zustande kam, schon einige Aufwendungen getätigt. Wenn nun dieses Vertrauen enttäuscht wird vom Vertreter, dann handelt es sich hier um einen klassischen Fall der Culpa in Contrahendo. § 1019 ABGB ordnet an, dass der sogenannte falsus procurator, also der Vertreter ohne Vollmacht, haftet. Nach schadenersatzrechtlichen Grundsätzen. Warum muss § 1019 eigens eine Haftung anordnen, die nicht ohnehin sich aus den 1295 fortfolgende, also aus allgemeinen schadenersatzrechtlichen Gesichtspunkten ergibt? Der Gedanke ist relativ einfach. § 1019 ordnet eine Vertragshaftung des Vertreters an, ohne dass es eigentlich einen Vertrag gibt. Es gibt nur eben ein vorvertragliches Verhältnis, das heißt, dass es gibt einen rechtsgeschäftlichen Kontakt. Das heißt aber umgekehrt, dass also aus dieser Aufklärungspflichtverletzung, da tritt jemand als Vertreter auf, ohne Vertretungsmacht zu haben, sich die Rechtswidrigkeit ergibt und das Verschulden nach 1298 vermutet wird. Schwierig ist eigentlich bei den Fällen der Vertretung ohne Vollmacht der Schaden. Wobei eigentlich ist es nicht schwierig, wenn Sie nach ganz allgemeinen schadensrechtlichen Lehren vorgehen. Gehen wir zurück zu unserem Beispiel der Betriebsmaschine. Bestellungen wurden angenommen, weil diese Bestellungen jetzt nicht erfüllt werden können. Entsteht also beispielsweise ein Schaden, weil eine Penalstrafe schlagend wird, weil Geschäftsgewinne nicht eingenommen werden können, weil man Kosten hatte für die Aushubarbeiten oder ähnliches. Dann sind das Schäden, die nicht entstanden wären, wenn der Vertrag zustande gekommen wäre. Das ist aber eigentlich gar nicht der entscheidende Gesichtspunkt, weil wir ja gar nicht auf diesen Vertrag selbst abstellen, sondern wir stellen darauf ab, dass der Vertreter über das Fehlen von Vertretungsmacht aufgeklärt hätte. Aber dann wären diese Nachteile auch nicht entstanden. Man hätte diese Aushubarbeiten nicht gemacht, wenn man gewusst hätte, dass man den Vertrag nicht abschließt. Man hätte diese Bestellungen nicht aufgegeben und angenommen, wenn man gewusst hätte, dass dieser Vertrag nicht zustande kommt und dann wären diese Schäden nicht entstanden.
Man spricht also davon, dass der Falsus Procurator für den Vertrauensschaden haftet, aber damit meint man nichts anderes, als dass wir eine strenge Kausalitätsprüfung vorzunehmen haben. Was wäre gewesen, wenn der Vertreter nicht abgeschlossen hätte, obwohl er keine Vollmacht hat? Dann hätte es keinen Vertrag gegeben und damit keine Aufwendungen und keine Vertrauensschäden. Aber es kommt nicht zum Ersatz des Erfüllungsinteresses. Das Erfüllungsinteresse ist das Interesse, das enttäuscht wird, weil der Vertrag nicht abgeschlossen wurde, weil er nicht zustande kam. Und dieses Erfüllungsinteresse, das ist aber, oder dieser Nachteil des Erfüllungsinteresses, der ist gar nicht verursacht. Denn der Dritte hätte bei pflichtgemäßem Verhalten des Vertreters ja auch keinen Vertrag mit dem Geschäftsherrn abgeschlossen. Wenn man ihm nicht vorwirft, dass der Vertrag nicht zustande kommt, sondern dass er nicht aufklärt darüber, dass er hier einen Vertrag abschließt, den er gar nicht abschließen kann. Und wenn er also zum Beispiel ein günstiges Geschäft abgeschlossen hat oder hätte, das heißt, er kauft eine Ware, die etwa 80 wert ist, um nur 70, dann wäre dieses Erfüllungsinteresse in Höhe von 10 nicht zu ersetzen, denn dieses Erfüllungsinteresse wurde nicht verursacht. Auch wenn der Vertreter klar gemacht hätte, dass er diesen Vertrag nicht abschließen kann, dann hätten diese 10, dann wäre dieser Schaden von 10 auch nicht weggefallen. Sehen wir uns den Schadenersatzanspruch nach § 1019 und seine Berechnung anhand eines Beispiels an. Wir gehen also davon aus, dass der Käufer einen Kaufvertrag abschließen möchte, der Vertrag aber aufgrund eines Stellvertretungsmangels nicht zustande kommt und also der Käufer damit nicht in Besitz der Kaufsache gelangt. Der Falsus Procurator haftet nach § 1019, eben nach allgemeinen schadensersatzrechtlichen Grundsätzen, aber, das haben wir jetzt schon gesehen, die Kausalitätsfragen sind durchaus ein bisschen knifflig. Schauen wir uns das anhand von verschiedenen Fallkonstellationen an. Der Wert der Kaufsache sei 80 und der Kaufpreis 100. Der Kaufvertrag kommt nicht zustande. Nach § 1019 hat der Stellvertreter ohne Vollmacht, also rechtswidrig gehandelt, wenn er einen solchen Vertrag abschließt, den er gar nicht abschließen kann, also nicht aufklärt darüber, dass es ihm an Vertretungsmacht fehlt. Und jetzt müssen wir aber eben auf die allgemeinen schadensrechtlichen Lehren zurückgreifen und wir erkennen, dass derjenige, der um 100 kauft, eine Sache nämlich, die 80 wert ist, sich vielleicht darüber ärgert, dass der Vertrag nicht zustande gekommen ist, aber er hat keinen relevanten Vermögensschaden, denn er stünde nicht besser, wenn der Vertreter diesen Fehler nicht gemacht hätte. Stellen wir uns den umgekehrten Fall vor. Die Kaufsache sei 100 wert und der Kaufpreis beträgt 80. Nun wäre es für den Käufer natürlich sehr günstig gewesen, einen solchen Kaufvertrag abzuschließen, der es eben nicht zustande gekommen ist. Allerdings, wenn der Vertreter aufgeklärt hätte, dass er keine Vollmacht hat, dann hätte der Käufer ja auch keinen Vertrag abgeschlossen. Und damit hätte er diese 20 an Geschäftsgewinn, Wert minus Preis, ja gar nicht bekommen. Das wäre eben das sogenannte Erfüllungsinteresse, aber dieses Erfüllungsinteresse wurde durch das Fehlverhalten des Vertreters gar nicht verursacht. Es gibt keinen Ersatzanspruch. Wir sehen also anhand dieser beiden Beispiele zwei Dinge. Erstens, dass wir die Kausalität nach allgemeinen schadensrechtlichen Kriterien prüfen müssen, also nach der Conditio sine qua non. Was wäre gewesen, wenn der Vertreter sein Fehlverhalten nicht gesetzt hätte? Dann hätte er keine Vertretungsmacht gehabt und den Vertrag zustande bekommen, sondern es wäre auch kein Vertrag zustande gekommen, aber das Vertrauen wäre nicht enttäuscht gewesen. Das ist das Erste. Und das Zweite, wir sehen auch, dass nicht jedes Fehlverhalten zu einer Schädigung führen muss, wie man eben anhand des ersten Beispiels sieht, wo also kein Schaden entstanden ist. Stellen wir uns vor, dass wiederum der Wert der Kaufsache 100 beträgt, selbe Situation, man hat um 80 gekauft, allerdings in der Zwischenzeit, nämlich in einer Situation,
wo der Vertragspartner, unser Käufer, noch geglaubt hat, dass ein Kaufvertrag wirksam zustande gekommen ist, hat er ein Angebot auf Erwerb einer Ware, gleichartigen Ware, in Höhe von 90 ausgeschlagen. Was wäre nun passiert, wenn der Vertreter sein Fehlverhalten nicht gesetzt hätte? Er hätte eine Ware, die 100 wert ist, um 90 bekommen. Und das hat er jetzt nicht, weil er dieses Kaufvertragsangebot ausgeschlagen hat. Und damit hat er einen Vertrauensschaden in Höhe von 10. Wiederum ganz nach allgemeinen Grundsätzen. Wir können dieses Beispiel wiederum abwandeln. Die Ware sei 100 wert. Der Vertragsabschluss hätte zu einem Kaufpreis in Höhe von 80 geführt. Aber in der Zwischenzeit hat der Käufer, der eigentlich gar keiner ist, ein anderes Kaufvertragsangebot ausgeschlagen, aber nicht in Höhe von 90, sondern sogar ein viel besseres in Höhe von 75. In diesem Fall beträgt nach Kausalitätsgesichtspunkten sein Vertrauensschaden 25. Denn hätte der Vertreter nicht fälschlich behauptet, Vollmacht zu haben, hätte er eine gleichartige Ware, die 100 wert ist, um 75 gekauft und damit ist sein Vertrauensschaden in Höhe von 25 zu bejahen. Wenn wir ihm diese 25 nun zugestehen würden, wäre das aber ein relativ eigenartiges Ergebnis, denn sogar wenn der Vertrag zustande gekommen wäre, hätte er die Ware ja um 80 gekauft und wäre bereit gewesen, sie um 80 zu erwerben. Und der Gesetzgeber möchte also dieses Risiko seiner Fehlspekulation nicht auf den Vertreter ohne Vollmacht überwälzen, weshalb man also den Ersatz des Vertrauensschadens 25 mit dem hypothetischen Erfüllungsinteresse beschränkt. Denn er kann nicht erwarten, dass er diese 25 bekommt, obwohl sogar im Best-Case-Szenario, wenn also alles so gelaufen wäre, wie er sich es vorgestellt hat, hätte, er nur 20 bekommen hätte. Das heißt, er bekommt nicht den Vertrauensschaden in Höhe von 25, sondern es gibt hier eine normative Schranke, die also dazu führt, dass er höchstens das hypothetische Erfüllungsinteresse in Höhe von 20 bekommt. Allerdings darf man diese Situation natürlich nicht zu mechanisch sehen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass jemand eine Kaufsache, die 100 wert ist, tatsächlich um 100 kauft oder wie in unseren Fällen auch um 80 kauft und zusätzlich, weil er eben, denken Sie an unser Beispiel mit der Maschine, er zusätzlich Aufwendungen hat, um also den Vertragsabschluss und dann vor allem die Vertragserfüllung vorzubereiten. Also das sind diese Aushubarbeiten, das sind die Kosten für die Vertragsverfassung oder ähnliches. In Höhe von 40. Dann beträgt der Vertrauensschaden 40. Hier kommt es aber nicht zu einer Deckelung mit dem hypothetischen Erfüllungsinteresse, weil es ja hier gar nicht darum geht, dass er eine Fehlspekulation begangen hat, sondern er hat sinnvolle Aufwendungen getätigt. Er bekommt den Vertrauensschaden in Höhe von 40 ersetzt. Diese Zahlenspielereien zeigen zwei Dinge. Erstens, es kann relativ flott mit relativ einfachen Beispielen im Ergebnis sehr kompliziert werden, aber vor allem einen zweiten Punkt. Lassen Sie sich hier nicht zu sehr verwirren. Vor allem nicht von diesen Begriffen Vertrauensinteresse, Erfüllungsinteresse, sondern prüfen Sie einen Schadensanspruch so durch, wie Sie das gelernt haben, indem Sie also, wenn Sie sich die Frage stellen, wie hoch der verursachte Schaden ist, dann tatsächlich die Conditio sine qua non Theorie anwenden. Das heißt also, den Vermögensnachteil mit der Pflichtwidrigkeit in Beziehung setzen. Hätte der Vertreter nicht agiert, so wie er agiert hat, also hätte er nicht vorgetäuscht, Vollmacht zu haben, hätte er keinen Vertrag abgeschlossen, den er gar nicht abschließen kann, wäre es auch nicht zu einem Vertrag gekommen, aber das Vertrauen des Erwerbers wäre auch nicht enttäuscht worden. Das sind also die Konsequenzen des Fehlens von Vertretungsmacht. Zusammengefasst also gibt es zwei Kernvoraussetzungen für jede wirksame Stellvertretung, sei das eine Stellvertretung
von Kindern durch ihre Eltern, von juristischen Personen durch Organe oder durch sonstige Bevollmächtigte oder bei der rechtsgeschäftlichen Vertretungsbefugnis. Und diese beiden Voraussetzungen sind die Vertretungsmacht auf der einen Seite und die Offenlegung, also das Handeln im fremden Namen, auf der anderen Seite. Und wie Sie es vielleicht schon jetzt zwischen den Zeilen durchgehört haben, da gibt es noch eine dritte Voraussetzung. Diese dritte Voraussetzung ist die beschränkte Geschäftsfähigkeit, die zumindest beschränkte Geschäftsfähigkeit des Vertreters, wie man immer sagt. Warum kommt diese Voraussetzung ganz am Ende? Sie ist nicht die Kernvoraussetzung. Man sagt damit nur, weil ein rechtsgeschäftlicher Wille vom Vertreter zu bilden ist, bedarf es auch eines Mindestmaßes an Einsichts- und Urteilsfähigkeit, also zumindest eine beschränkte Geschäftsfähigkeit. Insofern eine Privilegierung, weil ich ja normalerweise volle Geschäftsfähigkeit brauche, um einen Vertrag abschließen zu können, weil der Stellvertreter aber nicht selbst an diesen Vertrag gebunden sein soll, sondern er eben andere daran bindet und sich der Vertretene seinen Vertreter aussuchen kann, geht man hier davon aus, dass die bloß beschränkte Geschäftsfähigkeit ausreicht. Zusammengefasst also drei Voraussetzungen: Vertretungsmacht, Offenlegung und zumindest beschränkte Geschäftsfähigkeit des Stellvertreters. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann kommt der Vertrag zwischen dem Geschäftsherrn und dem Dritten zustande.